Was wolltest du werden, als du klein warst? Wann hast du das letzte Mal was so richtig gegen jemanden gefahren, ob beruflich oder privat? Was wünschst du dir von Gott für dein Leben? Ich möchte euch heute Morgen mit diesen Fragen ein bisschen herausfordern. Das sind jetzt vielleicht nicht unbedingt Fragen, die einem beim Titel Jojo-Effekt einfallen. Vielleicht sind es auch nicht unbedingt Fragen, die einem zur Predigtreihe kleine Gebet große Wirkung in den Sinn kommen. Und trotzdem haben sie ganz viel mit dem Gebet zu tun, um das es heute Morgen geht, heute Mittag geht. Wir machen uns heute das letzte Mal Gedanken über kleine Gebetchen der Bibel, die nicht so oft besprochen werden. Gebete von Abel, Hiskia und Jeremia. Und die nächsten Wochen werden gefüllt sein mit einer Predigtreihe zum Thema Jesus war ganz anders. Und da bietet es sich ja an, heute mal anzugucken, wie eigentlich dieser Jesus gebetet hat. Eigentlich ist es nur ein Satz, aber der hat es in sich. Weil dieser Satz ganz viel über Jesus' Haltung zeigt. Weil dieses Gebet ganz viel über sein Herz zeigt und weil diese Worte ganz viel von seiner Hingabe zeigen. Jesus selber betet: Nicht wie ich will soll geschehen, sondern wie du willst. Ich selber habe dieses Gebet schon das ein oder andere Mal gebetet. Nicht jeden Tag, dazu bin ich vielleicht zu ängstlich. Aber in ein paar Situationen, in ein paar Stationen in meinem Leben habe ich mir diese Worte von Jesus geliehen. Als ich mich gefragt habe, wo Gott mit mir eigentlich hin möchte, da habe ich versucht, mir diese Haltung anzueignen. Und ich habe versucht, mich dem unterzuordnen, was eigentlich Gottes Wille ist. Und das ist, weiß Gott, nicht immer einfach. Denn das ein oder andere Mal hat es mich meine Vorstellung von einem guten Leben gekostet. Mal musste ich erleben, dass ich mich nicht an Dinge festklammern darf. Und manchmal musste ich feststellen, dass ich nicht Gott bin. Und dass Gott ganz andere Gedanken über meine Situation hat als ich. Lass uns also mal anschauen, in was für einer Situation Jesus dieses Gebet gesprochen hat. Er ist mit seinen Jüngern jetzt ungefähr 3 Jahre in seinem Heimatland unterwegs. Er hat viele kranke Menschen gesehen. Hat sie geheilt. Er hat viele Diskussionen mit den Religiösen geführt, was es eigentlich heißt, Gott nachzufolgen. Er hat seine Weltsicht und sein Gottesbild in seinen Reden und in seinen Gleichnissen weitergegeben. Er ist vom Norden Israels in die Hauptstadt und wieder zurückgezogen. Er hat Feste gefeiert und Gottesdienste. Er hat sich immer wieder in die Stille zurückgezogen, in die Intimität mit seinem himmlischen Vater. Er hat geweint, er hat gelehrt, er hat gebetet. Und er hat sich dem Plan Gottes für und mit ihm anvertraut. Er hat sich darauf eingelassen. Er ist Gott und er ist Mensch. Immer beides zugleich. Und jetzt macht er sich auf einen Weg, den wohl schwersten Weg. Jesus weiß, was auf ihn zukommt. Auf diesem letzten Weg wird er von einer Frau mit kostbarem Öl gesalbt und damit vorbereitet. Ich habe keine Ahnung, wie und was genau er wusste, aber nachdem er seinen Tod schon 3-mal seinen Jüngern angekündigt hat, hatte er wohl schon ein Bild im Kopf. Das letzte Mal kündigte er es an, kurz vor unserer Situation, beim gemeinsamen Passafest, das wir als Abendmahl kennen und feiern. Er thematisiert den Verrat von seinen Vertrauten und Freunden. Er sagt Petrus voraus, dass er ihn verleugnen wird. Und an diesem Abend zieht er sich dann mit seinen engsten Jüngern zurück in einen Garten. Ich lese aus Matthäus 26. Dann kam Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten, der Gethsemane hieß. Dort sagte er zu seinen Jüngern: Bleibt hier sitzen, ich gehe dort hinüber und bete. Er nahm Petrus und die Söhne des Zebedäus mit. Plötzlich wurde er sehr traurig und Schrecken überfiel ihn. Da sagte er zu ihnen: Ich bin ganz verzweifelt, am liebsten wäre ich tot. Wartet hier und wacht mit mir. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter. Dort warf er sich zu Boden und betete:
Mein Vater, wenn es möglich ist, erspare mir diesen Becher auszutrinken. Nicht wie ich will, soll es geschehen, sondern wie du willst. Jesus kam zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Da sagte er zu Petrus, könnt ihr nicht diese eine Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt wach und betet, damit ihr die kommende Prüfung besteht. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist zu schwach. Dann ging er ein zweites Mal einige Schritte weg und betete. Mein Vater, wenn es nicht anders möglich ist, trinke ich diesen Becher. Es soll geschehen, was du willst. Als er zurückkam, sah er, dass seine Jünger wieder eingeschlafen waren. Die Augen waren ihm zugefallen. Jesus ließ sie schlafen. Wieder ging er weg und betete ein drittes Mal mit den gleichen Worten wie vorher. Dann ging er zu den Jüngern zurück und sagte zu ihnen, schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Seht doch, die Stunde ist da. Jetzt wird der Menschensohn ausgeliefert an Menschen, die voller Schuld sind. Steht auf, wir wollen gehen. Seht doch, der mich verrät, ist schon da. Diese Geschichte ist ganz voll gepackt und dicht mit Anspielungen und mit Gedankenanstößen und Informationen. Und ich möchte mit euch diesen Text ein bisschen genauer analysieren, um zu verstehen, was da passiert, als Jesus betet. Gebet Nummer 1. Am Anfang wird uns, finde ich, sehr drastisch die emotionale Seite von Jesus gezeigt. Verständlicherweise, wie ich finde. Den eigenen Leidensweg vor Augen zieht er sich zurück, um nochmal die Nähe seines Vaters zu suchen, sich bei ihm zu stärken und den letzten Weg anzutreten. Andere Übersetzungen schreiben hiervon zu Tode betrübt oder in großer Traurigkeit. Ich finde beeindruckend, wie Jesus mit diesen starken Gefühlen umgeht. Er separiert sich ein bisschen von der großen Menge. Er sucht den Ort des Gebetes auf. Er zieht sich bewusst aus der Gruppe zurück und verbringt diese Gebetszeit mit einigen wenigen Vertrauten. Mit Petrus, mit Johannes und mit Jakobus. Das sind genau die drei, die bei seiner Verklärung mit anwesend waren. Die drei, die ihn in seiner bis dahin herrlichsten Stunde sehen und erleben durften, als er mit Mose und Elia über das Bevorstehende gesprochen hat. Und genau die drei sind es jetzt auch, die in seiner schwersten Stunde dabei sein dürfen, die er mit ins Vertrauen nimmt, als Zeugen eines Gebetes, in dem er ringt und in dem er kämpft. Er wählt sie, um nicht nur Schönes zu teilen, sondern auch Schweres. Und in genau diesem geschützten Rahmen fängt er an zu beten. Wie macht er das? Er wirft sich für sein Gebet auf den Boden. Für mich ist das ein ganz tiefer Ausdruck von Hingabe, vielleicht auch von Verzweiflung. Auf jeden Fall drückt Jesus mit seiner Körperhaltung hier aus, was auch seine innere Haltung ist. Das sehen wir an den Worten, die er dann spricht. Mein Vater, wenn es möglich ist, erspare mir diesen Becher auszutrinken. Aber nicht wie ich will soll geschehen, sondern wie du willst. Im Markus-Evangelium, wo diese Geschichte auch zu finden ist, steht, dass Jesus Gott hier als Abba anspricht, als Papa-Gott, als Vater. Für manche seiner Zuhörer war diese Lehre, dass man Gott eben nicht nur als Schöpfer und König ansprechen kann, sondern auch als Vater was Neues. Jesus weiß um seine Sohnschaft. Er weiß, dass Gott sein guter Vater ist. Und in diesem ersten Gebet betet er, dass ihm dieser Becher erspart bleibt. Mit dem Becher ist tatsächlich der Leidensweg gemeint, der vor Jesus liegt. Jesus betet also eigentlich, dass Gott ihm den Tod ersparen möge. Aber er tut es mit einer Klausel, könnte man sagen, weil er betet, wenn es möglich ist. Er betet nicht darum, dass alles einfach aufhört. Er betet um eine andere Möglichkeit zur Erfüllung dieses Planes Gottes. Und ich kann mir von Herzen vorstellen, dass Jesus sich genau in dieser Situation gewünscht hat, dass es vielleicht einen anderen Weg gäbe. Wer nicht? Aber Gott, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist haben ein Ja zu diesem Plan gefunden. Das Kreuz mit seiner tiefen Bedeutung ist Höhepunkt von Gottes versöhnendem Heilshandeln seit dem Bruch der Beziehung, ganz am Anfang der Geschichte. Schon kurz, nachdem sich die ersten Menschen von Gott abgewendet haben, lesen wir davon, dass es jemand geben wird,
der das Ganze wiederherstellt, der das Böse, der den Tod besiegen wird. Gerade im Matthäus-Evangelium geht es ganz oft um die Einheit von Vater und von Sohn. Auch in diesem Text geht es darum. Es geht darum, dass Jesus um eine Einheit mit dem Vater ringt und diese Einheit nicht aus der Hand geben möchte. Denn sie sind eins, auch in dieser Situation. Erinnert euch an die erste Predigt vor 4 Wochen, als wir diese Serie angefangen haben. Da hat Martin uns hineingenommen in das Losbeten. Und bei dem O hat er ausgeführt, wie es im Gebet passieren kann und passiert, dass wir Orientierung finden bei Gott. Orientierung im Sinne von Wegweisung, von Zusagen oder vielleicht auch von erinnert werden. Und vielleicht ist es genau hier passiert. Jesus gewinnt Orientierung zurück zu einem Beschluss, sich selber hinzugeben für die Menschen. Durch seinen Tod wird das Befreiungswirken Gottes sichtbar, greifbar und erfahrbar für andere, für seine Freunde, für sein Volk und letztlich für alle Menschen. Er ordnet sich Gottes gutem Willen, Gottes gutem Plan, also seinem eigentlichen Vorhaben unter. In einer Situation, in der ihm seine Emotionen, seine Ängste was ganz anderes vorschreiben wollen. Er hält an Gottes Zusage fest, an der Auferstehungshoffnung, egal was kommen mag, egal wie groß seine Angst ist und egal wie groß seine Traurigkeit ist. Was mich in diesem ersten Gebet so beeindruckt ist, was Jesus da macht. Er zeigt sich im Gebet total verletzlich und vielleicht auch sogar unsicher. Er schüttet vor Gott sein Herz aus. Er schafft es, seinen Wunsch nach einer anderen Lösung irgendwie zu verbalisieren. Er wird ehrlich vor Gott. Mich fasziniert diese intime, diese vertraute Beziehung, die Jesus hier zu seinem Vater hat. Er scheut sich nicht davor, ihm auch mitzuteilen, dass er sich gerade in dem Moment was anderes wünschen würde. Emotionen wie Traurigkeit, Wut und Verzweiflung haben Platz im Gebet, in der Kommunikation mit seinem Schöpfer und Vater. Ich habe in der letzten Zeit sehr viele dieser Emotionen in mir selber wahrgenommen. Verwirrung, Traurigkeit, Wut. Und ich will mich mit ihnen sicher im Gebet wissen, weil da Platz ist für all diese Gefühle. Gott hält sie aus. Er kann mit ihnen umgehen. Die Herausforderung ist dann, sie nicht absolut zu setzen, sondern bei Gott um Orientierung und um Einordnung dieses Gefühlschaos zu beten. Gebet Nummer 2. Es kommt zu einer spannenden Begegnung zwischen Jesus und seinen Jüngern. Während seines inneren Ringens sind sie eingeschlafen. Und ich erspare mir an dieser Stelle lange Ausführungen darüber, wie man sich in Gebetsgemeinschaften verhält und dass es unmöglich ist, einzuschlafen, wenn jemand anders betet. Aber im Ernst, ich glaube, ich kann mir ganz gut vorstellen, was diese Erfahrung mit Jesus gemacht hat. Wenn selbst seine Vertrauten, seine Freunde, seine Jünger nicht da waren, das hat ihn wahrscheinlich noch viel mehr in die Arme von seinem himmlischen Vater getrieben. Vielleicht ist es also gar nicht so schlecht. Und zur Verteidigung seiner Jünger ist gesagt, dass in anderen Übersetzungen erwähnt wird, dass sie vor Erschöpfung eingeschlafen sind. Mein Vater, wenn es nicht anders möglich ist, trinke ich diesen Becher. Es soll geschehen, was du willst. Jesus geht ein zweites Mal weg und betet. Er betet auf den ersten Blick hier das Gleiche nochmal, aber es gibt einen kleinen, aber sehr feinen Unterschied. Im ersten Gebet spricht er, wenn es möglich ist, erspare es mir. Im zweiten Gebet betet er, wenn es nicht anders möglich ist, dann mache ich das. Für mich ist hier schon eine ganz große Veränderung passiert. Jesus würde sich immer noch wünschen, dass es einen anderen Weg gäbe. Aber er hat sich erinnert oder vielleicht neu erkannt, dass es eben keinen anderen Weg gibt. Er hat Orientierung zurückgewonnen. Er hat sich emotional hineingegeben in diesen Willen und in diesen Plan. Er ist bereit zu tun, was nötig ist. Auch wenn er immer noch große Angst hat. Und er betet wieder den Satz, es soll geschehen, was du willst. Er bringt seinen Willen überein. Du
Ich glaube, an der Stelle ist es ganz wichtig, dass wir uns mal anschauen, was mit Wille eigentlich gemeint ist. In diesen Versen wird ein Wort verwendet, Telema oder Teleo, das eben nicht nur für Wollen steht, sondern über das Wollen hinaus deutet. Das ist ein Drängen auf die Verwirklichung des Gewollten hin. Also Wollen im Sinne von sich wünschen, mit dem Vorsatz, es auch umzusetzen. In Bezug auf den Willen Gottes schreibt die Elberfelder, dass es darum geht, dass Gott sich mit seinem Handeln in sich einig ist. Es wird in der Bibel als Terminus verwendet, wenn Gott aus sich selbst heraus, seinem Charakter nach, handelt. Spannenderweise wird dieser Begriff nicht verwendet, wenn es um Gebote oder um Gesetze geht, sondern er wird immer da verwendet, wo Gott seinem Charakter nach handelt und Menschen einlädt, das Gleiche zu tun, damit sein Wille erfüllt wird. Der Wille einer Person zeigt sich also im Verhalten und im Handeln. Und ganz besonders zeigt es auch auf, dass der Mensch letztlich ein bedürftiger Mensch ist, weil er in seinem Willen abhängig und ausgerichtet auf den Willen Gottes ist. Der Wille Gottes ist Mittelpunkt allen Lebens und aller Schöpfung. Davon berichtet uns der Römerbrief und der Korintherbrief. Aus Gottes Willen heraus ist alles geschaffen und auf ihn hin ist alles geschaffen. Die Umsetzung davon, hier auf der Erde, liegt dann wieder bei den Jesus-Nachfolgerinnen und Jesus-Nachfolgern, die sich im Gebet diesen Willen Gottes zu eigen machen und ihn dann umsetzen. Was mich in diesem zweiten Gebet von Jesus so beeindruckt, ist die Tatsache, dass er letztlich zu einer Unterordnung unter Gottes Willen kommt. Er hält dieses Spannungsfeld von dem eigenen Befinden wegzugucken und zu beten, dein Wille geschehe. Und es bewegt mich, weil ganz im Ernst, gerade wenn ich große Angst habe, wenn ich starke Emotionen habe, dann finde ich mich selber in einer Lage, wo ich viel eher bete, Gebete spreche, die sich um mich drehen, um meine Lage, um mein Ego, um mein Leben und um meine Wünsche. Und ich finde es beeindruckend, wie Jesus es hier schafft, weg von sich hin auf Gott zu gucken, auf den Willen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Geistes und sich dem unterzuordnen. Und ja, das klingt herausfordernd und vielleicht sogar beängstigend. Aber eigentlich wissen wir ja, dass Gott einen viel besseren Überblick über die Lage hat und auch über unser Leben hat. Davon können wir in ganz vielen Zusagen in der Bibel zum Beispiel lesen, dass Gott gute Gedanken über uns hat, gute Pläne. Das dritte Gebet. Nachdem Jesus sich weiter hineingegeben hat in diese Hingabe, findet er seine Jünger ein zweites Mal schlafend. Schon ein bisschen skurril, wenn man bedenkt, dass er sie dafür gerade noch ermahnt hat. Ich weiß nicht, wie lange Jesus da lag und gebetet hat. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es eben nicht nur ein Satz war, sondern dass es ein Ringen war, ein Hin und Her. Zumindest kenne ich das aus meiner eigenen Erfahrung im Gebet so. Dein Wille geschehe, nicht meiner. Das ist kein Gebet, das irgendwie leicht von den Lippen geht. Vor allen Dingen dann nicht, wenn man es auch so meint. Da muss Gott vielleicht die ein oder andere Schleife mit uns drehen. Wieder ging er weg und betete ein drittes Mal mit den gleichen Worten wie vorher. Jesus entfernt sich also ein drittes Mal und von Matthäus wird überliefert, dass er ein drittes Mal ein ähnliches Gebet betet. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus nochmal ringt und dass er nochmal kämpft und es hin und her geht, bis er zu diesem Satz, dein Wille geschehe, kommt. Und am Ende des Textes, finde ich, spürt man so eine Versöhntheit mit der Situation bei ihm. Jesus stellt sich seinen Verräter und denjenigen, die ihn verhaften wollen, nicht fröhlich und auch nicht leichtfüßig, aber trotzdem mit so einer gewissen Annahme von der Situation. Er weiß, dass jetzt die Zeit gekommen ist. An diesem dritten Gebet beeindruckt mich vor allen Dingen, dass Jesus genau das, was er vorher gelehrt hat, lebt. Bei seiner Verklärung hat er mit Mose und mit Elia darüber gesprochen, dass er sterben wird und dass er auferstehen wird. Er wusste also, was auf ihn zukommt. Er kannte den Willen Gottes, der ja auch sein Wille war und ist. Und er unterstellt sich diesem tätigen Willen und handelt danach, indem er sich selber ans Kreuz gibt. Und genauso wie Jesus den Willen des Vaters kannte, so kennen wir heute letztlich auch Gottes Willen, weil wir ihn dabei gesehen haben, wie er ihn umsetzt,
weil wir spüren, wo er am Wirken ist und weil wir lesen können, was bis jetzt sein Weg war und diese Linie weiterziehen können, um dann darauf weiterzugehen. Und manchmal sind es die ganz offensichtlichen Dinge, die zeigen, was Gottes Wille ist. Ich habe euch ein paar Beispiele mitgebracht. Gerechtigkeit. Gott ist ein Gott, der Gerechtigkeit liebt und der Gerechtigkeit wiederherstellen möchte. Befreiung. Gott ist ein Gott des Exodus, der Menschen aus destruktiven Systemen und Strukturen befreit und in Freiheit führt. Blühendes Leben. Gott ist ein Gott, der Segen schenkt und möchte, dass Segen weiterfließt. Nicht, weil es um ein Leben ohne Herausforderungen geht, sondern um ein Leben ganz nah an ihm. Nächstenliebe. Gott ist ein Gott, den alle Menschen am Herzen liegen, auch diejenigen, die es mir vielleicht nicht tun. Selbstliebe. Gott ist nicht egal, wie wir mit uns selber umgehen, weil ja sogar er sich um unsere Bedürfnisse kümmert. Gottesliebe. Gott ist ein Gott, der verehrt werden möchte, der heilig ist und herrlich. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele, aber ich glaube, diese Liste könnten wir noch sehr viel weiter und länger fortführen. Aber ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Bis jetzt habe ich nur davon geredet, was Jesus gebetet hat, was es für eine Situation war und was mich beeindruckt hat daran. Ich habe noch kein Wort darüber verloren, was das eigentlich für uns bedeuten könnte. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich noch mal kurz erwähnen, was ich nicht gesagt habe. Ich habe nicht gesagt, Gott schickt uns ins Leiden und Sterben. Jesus selber hat sich als Teil von Gott sozusagen auf diesen Weg gemacht. Er hat den Weg gewählt, sich selber hinzugeben. Ich glaube nicht, dass das ein Weg ist für uns alle, weil wir nicht Gott sind, weil wir unser Erlösungswerk nicht selber vollbringen können. Sonst wären wir in der Werkgerechtigkeit, um uns den Himmel zu verdienen. Und das ist nicht so. Ich habe genauso wenig gesagt, dass Gott blinden, unreflektierten Gehorsam irgendjemand anderes gegenüber möchte als sich selbst. Es geht nicht darum, sich in jedes Schicksal einfach zu ergeben und es als Willen Gottes zu deuten. Hier gilt es sehr gut zu prüfen und zu reflektieren, gerade in Zeiten von Verschwörungstheorien und Generalverdacht. Es ist, glaube ich, wichtig, dass wir das als Jesus-Nachfolgerinnen und Jesus-Nachfolger machen. Auch wenn etwas nicht dem Willen Gottes im Sinne seines tätig handelnden Willens entspricht, kann ich in einer Situation den Willen Gottes umsetzen. Den Willen, von dem ich gehört, von dem ich gelesen und von dem ich gespürt habe, dass Gott das tun möchte, in mir und vielleicht durch mich. In diesem Text wird uns berichtet, dass Jesus das Gebet dreimal gebetet hat. Nicht einmal, nicht zweimal, sondern dreimal unterstellt er seine eigenen Wünsche dem Willen Gottes. Bei drei klingen vielleicht ganz andere Bibelstellen bei euch an, wie zum Beispiel die Verleugnung von Petrus oder als Jesus ihn fragt nach der Auferstehung, ob er ihn lieb hat. Drei, das ist einerseits eine sehr heilige Zahl, andererseits ist es aber auch eine Zahl, die irgendwie aufzeigt, dass es ein Prozess ist. Vielleicht auch ein Jojo-Effekt, ein Hin und Her. Denn sind wir mal ehrlich, manchmal ist es gar nicht so einfach, die eigenen Vorstellungen des Lebens loszulassen. Wenn man mich vor 10 Jahren gefragt hätte, hätte ich nicht gedacht, dass ich mal hier vorne stehe, dass ich 31 Jahre alt, kinderlos und unverheiratet bin. Ich hätte mir aber genauso wenig vorgestellt, dass ich ohne Abitur eine Masterarbeit mit Auszeichnung schreibe. Hätte dann mal meine Mama vor 15 Jahren fragen müssen, ob sie sich das hätte vorstellen können. Niemand hätte sich das vorstellen können. Und trotzdem weiß ich, dass ich im Willen Gottes unterwegs bin. Dass ich gesegnet bin, weil ich meine eigenen Vorstellungen in den Prozess hingeben durfte, aufgeben durfte. Und weil letztlich was Gutes dabei rausgekommen ist. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es mit einem Gebet irgendwie erledigt war. Es kostet Energie und Zeit, festgefahrene Vorstellungen irgendwie aufzugeben und vielleicht auch den ein oder anderen Schmerz. Aber es bedeutet vor allen Dingen auch Freiheit. Es bedeutet Zufriedenheit und es bedeutet Fülle. Hingabe und Selbstaufgabe ist in der Realität ganz oft ein Prozess.
Aber am Ende steht was ganz Gutes und was ganz Schönes, weil Gott so ist. Edition C schreibt, Beten im Sinne des Neuen Testamentes schließt immer beides ein. Das Vertrauen, dass Gott uns liebt und erhört und dass sich dem Willen des Vaters anvertrauen. Wer eins davon streicht, macht Gott entweder zu einer fernen, kalten Größe oder zum Vorspann egoistischer Wünsche. Ich glaube, gerade in diesen Zeiten, in denen Selbstverwirklichung eine Maxime ist, kann uns das ganz schön Angst machen. Das Aufgeben von eigenen Ideen, egozentrischen Ideen vielleicht, das klingt in unseren postmodernen Ohren ganz oft ganz schrill, weil es uns ja scheinbar einschränkt. Ich glaube aber, dass gerade das zu mehr Fülle und zu mehr Freiheit führt, weil Gott so viel mehr Gutes im Sinn hat, als wir uns selber ausdenken können, weil seine Pläne letztlich so viel besser sind als unsere, die wir uns je machen können. Wieso haben wir also Angst, was zu verlieren bei dem Gebet, dein Wille geschehe? Welches Gottesbild steckt hinter dieser Angst, dass Gott mir was wegnimmt? Ja, Jesus hat hier was verloren, sein Leben, aber er hat noch viel mehr gewonnen. Auferstehung, Herrlichkeit, Rettung, Versöhnung. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Jesus wusste um diesen Auftrag und er wusste, was auf ihn zukommen wird. Wir wissen ganz oft nicht im Detail, was vor uns liegt und was da kommt. Von diesen großen Linien haben wir gerade schon gehört. Aber in den kleinen Aufgaben und Entscheidungen des Alltags bleibt es, glaube ich, herausfordernd. Das wissen wir alle. Aber ich möchte mich von diesem kleinen Gebet mit sehr großer Wirkung ermutigen und herausfordern lassen, den Willen Gottes ganz aktiv zu suchen. Und ihn dann auch zu tun. Was bleibt also am Ende dieser Textbegegnung? Wir können von Jesu Gebet sehr viel lernen. Nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Ich möchte lernen, mit Johannes dem Täufer sagen zu können, ich muss abnehmen. Er aber soll in mir zunehmen. Abnehmen und zunehmen. Selbst Abnahme ist ein Prozess. Wir dürfen unser Leben lang darin lernen. Es kann sich auch mal anfühlen wie eben ein Jojo-Effekt, in dem es hin und her geht, in dem man hin und her geworfen wird. Mal näher dran, mal weiter weg. Aber ich wünsche mir, dass wir alle dazu kommen, dass es eben doch nicht ein Jojo-Effekt ist. Und dass wir alle zusammen erleben und wissen dürfen, dass die Fülle ausreicht, wenn wir uns in den Willen Gottes hineingeben. Ich möchte euch die Fragen vom Anfang nochmal anschauen, aber diesmal vielleicht ein bisschen umformuliert. Anstatt sich zu fragen, was wolltet ihr werden, als ihr klein wart, frage ich dich, woran hältst du vielleicht fest, obwohl Gott dich in eine andere Richtung schubst? Anstatt zu fragen, wann wir das letzte Mal irgendwas gegen die Wand gefahren haben, möchte ich dich fragen, hast du gelernt, dass du nicht Gott bist? Und anstatt zu fragen, was wünschst du dir von Gott für dein Leben, möchte ich dich fragen, wann hast du das letzte Mal gebetet, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner? Und ich lade euch alle ein, ganz bewusst mal einen Moment innezuhalten, mal einen Moment Stille auszuhalten und über das nachzudenken, wo ihr vielleicht gerade hingeblieben seid. Sei es in diesen Fragen oder in irgendwas anderem.